Hey, ich freue mich Loch in den Arsch. Immer diesen weiten Weg zurück machen. Was ist denn das da unten? Wie komme ich denn da hin? Ich schlage vor, hier eine Expedition, die sich selbst und zuständig gehört hat, jemals vor dem Wohnung zu holen. Mit den Hirn. Kann er über Wasser gehen? Wo ist denn der? Ach, da ist er. Nächste Runde. Produktion wählen. Bautrupp. Ist Runde. Oh doch, da kann tatsächlich über Wasser gehen. Erkunde mal. So, nächste Runde. Ich vergesse immer das. Entweder das Universum entwickelt sich weiter, oder es ist statisch. Wir wählen die Entwicklung. Lade, was war dem Kosmos? Axiome der Protokolle des Zentraldirektorats. Boah, sind das Namen, Alter. Ermöglicht das Gebäude, Handelslager, ermöglicht einen Kolonist, Handelskonvoi und Handelsschiff. Okay, cool. Forschung gehen. Was kann man jetzt machen? Woher weiß ich, dass ich das nächste machen kann? Das dauert alles 17 Runden. Wir nehmen das. Planetenvermessung erstmal. Wie gesagt, ich bin nicht gut in dem Spiel. Ich verliere eigentlich auf den normalen Schwierigkeitsgrad, verliere ich schon immer. Na, es geht ja hier hauptsächlich um Spaß haben. Nächste Runde. Nur auf leichter Stufe will ich nicht spielen, da spiele ich immer Civ 5. Was braucht denn der noch? Ja, mach doch. Expedition abgeschlossen. Wir haben 14 Affinitäts-EP für die Affinität Bleb Harmonie erhalten. Achso, Harmonie ist das. Okay. Okay, cool. Ich frage mich, wie das Leben auf der Erde wohl war. Mit einer Atmosphäre, die man komplett atmen konnte. Niemand erstaunt so war. Warum seid ihr auch abgehauen? Aber stimmt. Beyond Earth ist ja gewissermaßen der Nachfolger zu Civ 5. Gewissermaßen alles, was wir in Civ 5 gemacht haben, hat zu dem geführt, was jetzt Beyond Earth ist. Sprich, am Ende sind wir mit der Rakete ins Weltall geflogen bei Civ 5 und sind dann gewissermaßen hier bei Beyond Earth, dann auf einem neuen Planeten gelandet. Also so hat Sid Meier es persönlich selber auch gesagt gehabt. Dass das gewissermaßen der Grund ist, weswegen wir überhaupt die Erde verlassen haben. Weil es dann nur noch Ausschreitungen gab, die ökologisch waren wir am Ende, etc. bla bla bla. Halt sowas in der Art. Stufe 1 der Harmonie erreicht. Wollte ich das? Okay. Harmonie, da, ein Punkt. Keine Ahnung. Verbesserung verfügbar. Wow! Soldat! Patrouillenboot. Wow, what the fuck? Kanonenboot? Hä, warum das hier oben schon? Ne, das ist ein Patrouillenboot. Das ist Kampfanzug. Und
Servomaschine. Kann ich hier ausmitten? Nee, oh, hier kann ich nicht. Kann man so, nee, kann ich nicht. Okay, dann tun wir mal, denk mal, den Soldaten tun wir öffnen. Wie mache ich denn das? Wow. Was zum. Das ist neu. Also ich weiß ganz genau, dass das so noch nicht in Beyond Earth drin war. Okay, ich habe das sehr lange nicht gezockt, aber. Welche Richtung gehen wir denn? Gute Frage. Ich würde sagen, wir gehen so harmoniemäßig so hier auf Krieg. Das ist immer gut, gute Soldaten zu haben, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich sehe das hier zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wir nehmen das. Jedes Gelände kostet einen Trotzbewegungspunkt, jetzt mal stärker, automatische Heilung geht runter. Das heißt, das ist gut an. Oder? Muss ich jetzt hier davon eins ausbilden oder was? Nee. Champion. Alter, wie sieht denn der aus? Ich kann ja gar nichts freischalten. Ich kann nur hier. Achso, jetzt kann ich hier. Jetzt kann ich mir aussuchen, was ich nehme. Ah, das Mittelding erstmal. Verstehe. 50% bei Angriff plus 4 Stärke. Käfer halt nicht zu Wasser. Plus 4%. Was wollen wir, mehr Angriff oder mehr, also Heilung? Das ist zu kompliziert, Alter. Ich nehme Angriff. Ich würde das auch mal annehmen. Immer noch da, ich bin so gut. Kann ich hier nochmal was machen? Oh, kann ich nochmal machen? Geil. 20% gegen Marine-Nahkampfeinheiten. Marine-Fernkampfeinheiten. Nahkampf, wie geht's auf Nahkampf? Marine, kann ich auch verbessern oder was? Ach nee, das ist der Typ. Okay, verstehe. Okay, hätten wir das auch abgehakt. Bist du jetzt fertig mit dem Ausbuddeln da? Sieht so aus. Wow, Alter, ist das laut auf mein Ohr. Boah, ich mach mal leiser. Weil es ja im Kopf nicht aus. Wertentwicklung. Wissen, Sozialsitten. Jede Stadt, Gelände, Kultur. Was haben wir hier? 30% Geschwindigkeit bei Außenpostenwachstum. Was haben wir hier? Plus 5 Energie für die Hauptstadt. Energie, ist das nicht die Währung in dem Spiel? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube. Plus 5 in Produktion für Wunder. Wir gehen natürlich voll auf Wunder. So, und du, mein Freund, gehst jetzt wieder hier zurück. So. Alter, was sucht ihr denn bei mir, Alter? Verpisst euch! Boah, ist das laut auf mein Ohr. Alter, ist das laut auf mein Ohr. So ist schon besser. Produktion wählen. Habe ich einen Bautrupp gewählt? Ja, Bautrupp habe ich. Ich nehme noch einen Bautrupp, oder? Ne, ich mache erstmal Handelslager. Einheit benötigt Befehle, ja, Straßen nach, ne, nix da. Du sollst keine Straßen nachmachen, du sollst hier, du sollst automatisch bedienen, das kleine Mal. Modernisierung bauen automatisch, genau, das sollst du machen. Weiß ich doch. So, kann man da gehen. Boah, Alter, mich belagern die scheiß Aliens.
Verpiss dich! Drecksvieh! Nächste Runde. So, und du gehst jetzt, wo waren wir denn? Hier. Nächste Runde. Nächste Runde. Wir schauen mal, ob die Runden zahlen auch drauf. Die 27. Von mir jetzt könnt ihr alle landen, aber Hauptsache, ihr bleibt mir schön fern. So, und ihr verpisst euch doch mal. Ich hab Kopf mir auf Produktion willen. Wer eigentlich Kolonist von eigentlich? Aber ich mach Handelskombat. Ah, fuck, der ist ein Niederlied. Jetzt runter starten. Was? Wenn Ihre gegenwärtigen persönlichen Eigenschaften nicht mehr nützlich erscheinen, können Sie sie gegen neue eintauschen. Sie verfügen nun über ausreichend Diplomatiekapital dafür. Finden Sie im Diplomatiebereich heraus, ob es alternative Eigenschaften gibt, die nützlicher sind. Nützlicher für was? Was meint ihr? Wenn die gegenwärtigen persönlichen Eigenschaften nicht mehr nützlich erscheinen, welche persönlichen Eigenschaften denn? Was meint ihr? Wo geht das? Diplomatie an sich. Ich habe noch mit Kind Diplomatie gemacht. Also fick dich. Danke. Diplomatie, wo geht denn das? Hier. Mit Diplomatie-System können Anführer ihre Machtverhältnisse regeln und Beziehungen aufbauen. Diplomatie lässt die Abkommen vor allem ihre Beziehungen mit anderen Anführern verbessern, verschlechtern, bla 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 bla. Anzeigen. Was? Wovon? Ach nee, jetzt wird mir ein Scheiß angezeigt. Nee, lass mich jetzt hin. Und das bin ich. Stimmt, ja, ich kann vergessen, wie ich aussehe. Wir sind eins auf Harmonie. Abkommen haben wir noch alles null, bla bla bla, brauchen wir nicht. Okay, gut. Jetzt Runde. Quests, also so viel Quests. Ist ja kein Rollenspiel. Questentscheidung. Ja, ist ja gut. Zahlreiche neue Unternehmen wollen in der Nähe unserer Territoriums ihre Operation etablieren. Scheiße, Mann, ich kann das nicht lesen. Sie bieten verschiedene Dienste an, die nützlich für uns sein könnten. Die Station Paladin bringt in jeder Stadt die Handelswege errichtet, folgen die 4% Kultur. Die Station Yinsoku Labs bringt jede Stadt ihren Handelsblick eigentlich von die zwei Wissenschaft und zwei Produktionen. Wir haben ja gesagt, wir wollen voll auf Kultur gehen, haben wir ja gesagt gehabt. Aber zwei Wissenschaften, zwei Produktionen ist auch nicht verkehrt. Kann man schneller bauen, schneller erforschen. Ach, wir gehen auf Wissenschaft. Die Charter wurde der Station sie in Sokolov gegeben. Sie erhalten. Bekundet. Okay, cool. Wir haben die Station wie in Sokolov entdeckt. Und die ist hier wirklich bei mir in der Nähe. Alter, ich bin hier voll auf dem Gas. Gas. Ey, das ist alles inselmäßig, wo ich bin. Willst du mich verarschen oder was? Vor allem umgeben von Gas. Scheiße. Quest entscheiden, noch eine. Eine Sekunde. Die Errichtung des Handlagers ist so gut wie abgeschlossen. Trotz seiner Einsatzbereitschaft gibt es unter den Ingenieuren unbestimmte Bezüge der Verwendungsexpertise und folgende Gebäude. Manche vertreten die Einsatz primär als Lager fertiggestellt.